Du gehst mit ein paar Teamkollegen angeln. Wer zieht den größten Fisch an Land? Johannes Goller, Magnus Röth, Goran Zögert oder Anton Lindskog? Ich glaube, Mange macht da das Rennen. Der hat am meisten Erfahrung beim Angeln, auch wenn er manchmal ein kleines Boot versenkt. Du darfst jemanden ins Dschungelcamp schicken. Wer hält es dort am längsten aus? Jim Gottfriedsson, Benjamin Buric, Mats Mensa-Larsen oder Mike Machula? Also ich glaube, Benko auf keinen Fall. Und da würde ich auf Jim tippen, der beißt sich auf jeden Fall durch alles durch. Du darfst entscheiden, wer für einen Abend die Tagesschau moderieren darf. Wer hat das Zeug zum Nachrichtensprecher? Hampus Wanne, Lasse Swan, Simon Holt oder Johannes Goller? Auf jeden Fall Simon Holt. Ich glaube, der kann am besten auch auf Deutsch sowie auf Dänisch Nachrichten vorlesen und rüberbringen. Der RB Leipzig spielt zu Hause gegen den 1. FC Köln. Mit wem stellst du dich in den Fanblock der Leipziger? Aaron Mensing, Mike Machula, Magnus Röth oder Marius Steinhauser? Dann nehme ich doch meinen Marius Steinhauser. Der ist am besten im Fußball noch bekannt in irgendeiner Tribüne. Du ziehst mit dem Team durch Flensburg. Wer hat oftmals die Spendierhosen an? Benjamin Buric, Lasse Swan, Marius Steinhauser oder Magnus Röth? Da muss man Benko wählen, weil der ist gern mal unterwegs und gibt dann auch sehr, sehr gerne aus und der sieht die anderen nicht so gern bezahlen. Du machst deiner Freundin einen Heiratsantrag. Wer darf deinen Junggesellenabschied organisieren? Goran Zögert, Marius Steinhauser, Johannes Goller oder Hampus Wanne? Ich glaube, das macht Johannes Goller. Der kennt mich, glaube ich, am besten. Klippenspringen, Tiefseetauchen, Bungee-Jumping. Mit welchem Adrenalin-Junkie könntest du einen Aktivurlaub planen? Simon Holt, Mats Mensa-Larsen, Jim Gottfriedsson oder Aaron Mensing? Ich würde Aaron Mensing tippen. Der ist am jüngsten und noch am spritzigsten.